Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Gitarren mit Melissart. Und heute haben wir den 77. Tag der Steve Vai Challenge. Ich habe ja letztens gesagt, okay, langsam muss ich mich so ein bisschen an den Song machen. Ansonsten, ich glaube nicht, dass es eng wird, aber ich will so ein bisschen gucken, in welche Richtung ich üben muss. Ja? Ich werde dazu nochmal ein Video machen oder ein kleines Format, und zwar wie übe ich richtig. Weil mittlerweile komme ich auch wieder zu diesem Punkt, wo mich Schüler fragen, ja, wie mache ich das denn am besten? Und es gibt dazu eine Antwort, aber die ist für jeden oder jeder muss sie für sich selbst herausfinden. Werden wir aber gucken in einem neuen Format, das werde ich auch gleich hier aufnehmen und vielleicht ein oder zwei Tage später hochladen, damit es nicht alles auf einmal kommt. Also freut dich auf jeden Fall. Okay, gucken wir uns, was passiert ist. Also, Sweepy, ich habe ja gesagt, ich will auf 200 vom First Fall Sweepy. Hat geklappt und ich muss sagen, erschreckend, jetzt wahrscheinlich, weil ich wieder mal nicht richtig aufgewärmt bin, aber ist egal, ich mache das einfach mal. Es ist ja, wenn ich am Ende in einem Jahr oder jetzt mittlerweile in 8 Monaten, 9 Monaten das Ding spielen kann, dann ist sowieso egal, was ich euch hier mache oder zeige, dann war das jetzt ein Lehrprozess. Okay, ich nehme mal ganz kurz einen Drum Loop, lasst mich kurz überlegen. Genau, wir nehmen mal einen Drum Loop, packen den auf 200, das ist ja die Geschwindigkeit, die ich jetzt habe, und mal sehen, ob ich jetzt aus dem Kaltstart das einfach hinkriege. Die Sweepings hier. Wir schauen einfach mal. Los geht's. Okay, also ihr seht, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz aufgewärmt, aber es klappt schon ganz gut. Auf 200 kriege ich das hin. Ich glaube, mehr brauche ich auch erstmal nicht. Deswegen sage ich ja, ich will lieber den Song jetzt so Stück für Stück machen, um zu gucken, an welchen Sachen es noch hapert. Im Moment hapert es noch an gar nichts, weil jetzt die letzte Stelle, wo ich war, lasst mich kurz überlegen. Wir hatten ja dieses... so. Und dann kam der hier, einer meiner Lieblingsparts. Naja, auf jeden Fall, den muss ich noch ein bisschen üben, da komme ich gerade mit dem Rhythmus nicht so klar. Aber das ist jetzt der letzte Part und dann kommt der dicke Part und zwar das hier. Und dann geht es dick weiter. Bei dem bin ich jetzt, das sind die Parts, die am meisten Spaß machen, weil jetzt geht das richtige Solo. Das heißt, wir hatten die ganze Zeit das Vorspiel, so ein paar Sachen. Ich spiele es im Moment auch relativ oft zum Playback, aber ich habe ja schon mal gesagt, da sind noch ein paar rhythmische Sachen, die ich rauskriegen muss, weil ich sie einfach ein bisschen anders spiele. Zum Beispiel diesen Part hier. Ja, also das hier. Ja, das spiele ich ein bisschen anders. Wir machen mal ein bisschen cooler. Ja, also so ein paar Sachen habe ich rhythmisch ein bisschen anders. Trotzdem funktioniert es. Also wenn ich jetzt genau auf Steve Vai spiele, merke ich, dass da ein paar Unterschiede sind. Aber wenn ich jetzt nur auf den Jam-Track spiele, geht das alles vollkommen voran. Also das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Dann der Reverse ist natürlich immer ein bisschen langsamer. Das war der hier. Ja, aber es sweept alles. Also ich habe jetzt praktisch kein Picking mehr drin. Auch bei 200 geht das gar nicht. Das wäre viel zu schnell. Alles gesweept, auch von unten. Der Change. Ja, funktioniert auch ganz gut. Der Reverse Change. Ja, funktioniert auch alles ganz gut. Das heißt, ich werde Sweeping erstmal zurücksetzen. Das heißt, ich bleibe hier erstmal stehen, genauso wie davor bei den Grundübungen. Und jetzt gehen wir ans Legato. Deswegen muss ich auch unbedingt relativ zügig zu den Legato-Sachen gehen, weil ich werde erstmal Legato standardmäßig üben, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, oder diese ganzen... Ja, diese ganzen Sachen. Aber ich will es unbedingt auf den Song und ich will aber nicht separiert mir die raussuchen, sondern ich will an der Stelle sein und sagen, okay, jetzt übe ich das hier praktisch an der Stelle. Das bedeutet, nächste Technik wird Legato. Und danach muss ich mal gucken. Danach werde ich erstmal, dann sind die Grundtechnik fertig. Tapping werde ich mal erstmal nicht reinnehmen, weil so viel Tapping ist da nicht. Ich glaube, er ist einmal ganz cool.
Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, da war sehr, sehr wenig Tapping. Also nicht so, dass ich jetzt extra Tapping üben müsste. Aber ich lasse mich trotzdem noch überraschen. Wenn irgendwas Krasses sein wird, dann informiere ich euch und sage euch, okay, scheiße, jetzt muss ich. Ja, jetzt muss ich Taps machen. Okay, ansonsten, was noch drin ist, habe ich noch gar nicht, und zwar die Hebelsachen. Die werden noch sehr wichtig, weil er doch sehr viele Sachen mit dem Hebel hat. Da muss ich aber gucken wegen der Gitarre. Wie gesagt, ich habe tatsächlich, lustigerweise, ich habe jetzt den Typen mit der blauen Gitarre, wenn ihr euch erinnert, von eBay Kleinanzeigen, nochmal zweimal angeschrieben. Die Gitarre ist noch drin, Angebot ist noch drin, aber er meldet sich nicht mehr. Eigentlich müsste ich den bei eBay Kleinanzeigen melden, nur wo, na, das Ding ist nur, er hat halt nicht, er hat ja nicht betrogen, und es ist ja nur ein Gedankenspiel, ob es so wäre oder nicht. Ja, aber er antwortet nicht, also das ist schon sehr, sehr dubios. Auf jeden Fall passt da auf, wenn ihr diese blaue Gitarre seht, für 900 €, nicht gleich zugreifen. Okay, ansonsten, was habe ich sonst gemacht? Ich habe eigentlich die ganzen Tage durchgeackert beim Üben. Hat ganz gut geklappt, also ihr seht auch schon hier. Also es ist nicht, jetzt nicht seit dem Anfang, aber ich habe schon relativ viel hier reingeschrieben. Das bedeutet praktisch immer wieder rausgestrichen, wo ich war, an welchem Tag, damit ich später, vielleicht mache ich sogar eine Kurve. Muss ich mal gucken, ob sich das rentiert. Aber so eine Kurve, so in was für einem Intervall ging es schneller. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich am Anfang eine Technik anfange, zum Beispiel, was halt immer schwierig ist, sind diese Reverse-Sweepies. Funktioniert viel schwieriger als ja, die von oben. Und das Ding ist aber, sobald diese Technik drin ist, wird es auch immer leichter, die praktisch auf Schnelligkeit zu bringen. Ja, also sobald die Finger wissen, was sie da machen. Deswegen der Anfang ist wie immer relativ schwierig und tricky, aber dann pumpt das Ganze nach vorne. Okay, dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Wie gesagt, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Zeit gehabt, mich noch um diese anderen Sachen zu kümmern. Ich habe ja noch mehrere Kurse von Steve Vai, ein Legato-Kurs, ein F-Lüdisch-Kurs und so weiter. Ich wollte die ja auch immer mal wieder machen. Wahrscheinlich werde ich so in der nächsten Zeit planen, dass ich an einem Tag eine Steve Vai-Session mache, eine Stunde. Das heißt wirklich, ich kümmere mich um die ganzen Sachen, nur eine Stunde Steve Vai. Abgesehen von meiner Stunde hier üben mit dem Cross-Guitar. Das ist sowieso immer dabei. Ich habe es jetzt, glaube ich, zwei oder einmal in der Woche nicht geschafft. Ja, es kann immer wieder sein, dass irgendwas. Aber ansonsten habe ich das wirklich gut durchgezogen. Das klappt ganz gut. Und es ist wirklich zu so einer Routine geworden. Also es ist wirklich cool. Und was ich wirklich merke, was ich früher nicht so hatte, deswegen habe ich Cross-Guitar immer so mal gemacht, mal nicht. Ich habe halt ein Ziel. Und da werden wir auch nochmal auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen, wegen dem, wie übe ich richtig. Das pusht wirklich, weil die Frage ist ja immer, wenn man kein Ziel hat, so, naja, wozu mache ich das denn? Ja, ich werde zwar mal schneller, aber brauche ich das denn wirklich? Und so weiß ich genau, ich will diesen Song lernen, das ist das übergeordnete Ziel, und deswegen mache ich den ganzen Kram. Ich muss natürlich gucken, was ich mache, weil wenn ich zum Beispiel irgendwie Strumming für Steve Vai, das bringt mir halt so gut wie gar nichts. Okay, Leute, das war's für den Tag 77. Ich hoffe, ihr seid bei euren Challenges auch dabei. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, neues Format werde ich gleich aufnehmen. Wie übe ich richtig? Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.